Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3. Bei mir hat es jetzt gerade die Soundeinstellung gefragt. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Das werde ich jetzt auch... Das Problem ist halt, nachdem ich in getrennten Spuren aufnehme, ist das auch gar nicht so leicht zu überprüfen. Ja, toll. Werde ich aber wohl machen müssen, weil ich habe jetzt hier mein komplettes Sound-Setup einmal komplett neu machen dürfen. Weil irgendwie gar nichts mehr gepasst hat. Alles rausgenommen, er hat die Regler runtergenommen. Da war dann die Eingangsstärke, das Mikrofon war gar nicht mehr erkannt. Immer lustig. Ich meine, das meiste, was mit dem Sound passiert, passiert sowieso in der Nachbearbeitung. Von dem her sollte der Unterschied jetzt nicht ganz so gravierend sein. Aber wir werden sehen. Tja, also wenn der Sound scheiße ist, dann müsste jetzt die Folge leider damit leben. Komm schon! Grundsätzlich, wenn ich mir die Pegel anschaue, müsste grundlegend Sound vorhanden sein. Von dem her sollte erstmal, ja, grundlegend erstmal was passen. Ja, wobei eine Sache muss man kurz gucken. Moment. Ja. Ich habe mein Soundboard, mein Mischpult über der Aufnahme drüber gehabt. Jetzt habe ich die Pegelausschläge von der Aufnahme nicht gesehen. Aber auch da sind sie da. Ja gut, wir wollten ja jetzt zum Baron gehen. Jetzt haben wir ja so die... in unserem Levelbereich liegenden Nebenaufträge gemacht. Wir sind doch nicht alle Fragezeichen abgeklappert, ob ich das machen werde. Ich glaube eher nicht so. Ein paar werde ich natürlich noch machen. Also wie zum Beispiel jetzt hier die Rennen und so weiter. Aber das machen wir dann danach. Jetzt gehen wir erst einmal und sagen dem Roten Baron, dass seine Frau, die Anna, bei den Mumen ist. Also die hat keinen guten Tausch gemacht. Der ging es vorher scheiße, der geht es jetzt auch scheiße. Die ist halt einfach geäfft. Also es ist... Die Frau hat ein Schicksal, das... und das beleidigt sie wirklich keiner. Ich meine, die Tochter, die ist halbwegs gut rausgekommen aus der ganzen Geschichte. Aber die Mutter, erst Sklavin des Barons, jetzt Sklavin der Mumen... Die kann einem schon ein bisschen leid tun. Also ein bisschen sehr, weil die kann ja jetzt eigentlich gar nichts dafür. Eine Fehlgeburt gehabt. Also die Frau ist von jedem Schicksal getreten worden, das man so haben kann. Auf die unangenehmste Art und Weise. Also wenn ich die Möglichkeit habe, sie aus den Fängen der Mumen zu befreien, dann werde ich das tun. So als Geralt. Das ist... Das macht keinen Spaß. Das ist die arme Frau. Ich meine, dann wird sie auch noch verantwortlich dafür gemacht, dass das schwarze Pferd die Kinder befreit hat. Und soll der jetzt... Ey, ihr blöden Hunde. Lasst mich doch in Ruhe. Ich würde gern Fleisch braten können. Ich habe so viel Hundefleisch. Ich wüsste echt gerne, ob ich das braten kann.
um dann gebratenes Fleisch draus zu machen. Ich meine, klar, Gerald kann das Zeug auch roh fressen mit seinem mutierten Körper. Metabolismus ist ein bisschen was anderes. Aber rein der Ästhetik und der Menschlichkeit halber sollte man so Fleisch aus Prinzip grillen. Wenn ich einfach so irgendein Lagerfeuer hingehen, benutzen und dann die Option kochen. Statt an- und ausmachen. Jo, genau. Aber wenn es das gäbe, dann wären wir schon drüber. Ich meine, wir sind ja schon ein paar Mal mit Fleisch in der Tasche an so ein Lagerfeuer hingegangen. Baron, Schwaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Was? Wenn die Bäuerin was dagegen hat, dann machst du da gar nichts, weil sonst schnipp, schnapp, schniedel ab. So schaut's aus. Ich meine, wenn sie will, dann ist es doch egal, ob sie Bäuerin oder Adlige ist. Also, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr seid erwachsen. Wir müssen die Pferde tränken. Gut, ich meine, das ist natürlich in der patriarchalen Denkweise oder Lebensform spielst ein bisschen was anderes, wo ich Mann, du nix gilt. Das ist schwierig, aber ich sag mal, in unserer modernen, heutigen, aufgeklärten Zeit solange ihr niemanden verpflichtet seid und keinem anderen Gefühle verletzt, macht doch, was ihr wollt. Aber achtet drauf, dass ihr es wirklich wollt. Und zwar beide und nicht nur einer. Das ist dann aber auch schon alles, was man dazu zu sagen hat. Ach ja, ich bin bei der Kiste. Dann kann ich wieder... Überall nur Gesindel. Ja, zum Beispiel da auf der Bank. So, die ganzen unnutzbaren Bolzen, die ich hier habe und die... massenweise wiegen. Ich brauche nicht zwei Ersatzarmbrüste. Ich kann die sicher ein... Moment, ab wann war das hier? Ab 11 oder ab... Ich habe ein neues Rüstungsset zum... Ach, und die ganzen anderen Bolzen könnte ich jetzt auch mal verschießen. Ja, das ist auch nicht. Das ist ja auch okay. So, die hier noch nicht, die kommen da rein. Ja, da sind wir nämlich gleich mal 100 Kilo leichter. Das kommt darüber und dann müssen wir uns gleich mal umziehen. Es hatten wir doch alle schon, Gerald. Guck nicht so. So, Inventar. Der Humbug. Da sind wir komplett umgezogen? Ich glaube ja.
Axi und Quenglyphe. 2%, 5%. Rein damit. So, ansonsten ausbauen von den Dingern macht ja jetzt nicht wirklich Sinn, weil... Die gehen ja eh kaputt. Chance auf Taumeln hatten wir da drin. Chance auf Bluten. Zeichenintensität. Finde ich gut. Was haben wir hier eigentlich? 3% mehr Angriffskraft. Ist auch nicht verkehrt. So. Zerschmetternschaden. Wir rüsten die mal aus. Ich nutze die Armbrust eh viel zu wenig. So. Schicker Bub, oder? Bloß die Frisur. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Den Baron, du Lappen. Haben wir auch extra hübsch gemacht. Um hier ganz blöde Nachrichten zu bringen. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Habe ich doch gleich gesagt. Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach über dem Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte, für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Ja, bist du's vielleicht nicht, oder was? Du kannst dich rausreden über deine Umstände so viel, wie du willst. Die Handlungen ausgeführt hast du. Mal abgesehen davon, dass, was ich denke, egal ist. Genau, so schaut's mich aus. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Komm, spür mal ein bisschen Kummerkasten. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Du bist also wirklich schuld. Darf ich nicht ausreden? Ja, doch, aber bis jetzt bist du wirklich schuld. Na schön. Und dann?
Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Und das rechtfertigt jetzt was? Woher weißt du das? Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ja, hättest du gehen lassen müssen? Blöd. In den Arsch. Ja. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah, erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Mhm. Das hat sie jetzt mit Sicherheit dazu bewogen, dich wieder zu lieben. Man nennt dich also nicht grundlos den blutigen Baron. Hä? Dein Spitzname ist mir jetzt klar. Ach nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Och nö, natürlich. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Och, pfff. Von da an war du armes Opfer. Unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Ja, das wird sie auch so gesehen haben. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte das bringt, Blumen und Geschenke mit. Das macht ihre das Liebe wieder lebendig. Gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Doch, genau so war es. Und es bleibt deine Schuld, Kollege. Ich meine, wie sie weg ist und gesagt hat, sie liebt dich nicht mehr, auch wenn es kacke ist. Du kannst ja probieren, mit ihr hinzugehen, nochmal mit ihr zu reden. Aber es wird nicht viel bringen, wenn sie sagt, sie liebt dich nicht mehr und liebt lieber einen anderen, mit dem sie dich schon vorher betrogen hat. Junge, dann lass sie ziehen. Alles andere bringt nichts mehr und den zu ermorden, auch, ich meine, ich kann ihn sehr gut nachfühlen. Die Gefühle kennt man, die Gedanken kennt man, aber man tut das nichts, weil es nichts bringt. Sie kommt nicht zurück und sie wird einen nicht lieben, nur weil der andere weg ist. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Und das hast du verursacht und durchlebt und ja. Wenn einer den anderen nicht mehr liebt und weiterzieht, dann muss man ihn ziehen lassen, auch wenn es noch so weh tut. Es ist, alles andere bringt nichts mehr. Bleibt deine Schuld. Du kannst nur dir selbst Vorwürfe machen, meine ich, sie alleine zu lassen. Was hätte ich tun sollen? Ich war Soldat. Ich hatte keine Wahl. Die hat man immer. Ach, scheiß drauf. All mein Gerede ist nutzlos. Du bringst Anna nicht zurück, das weiß ich. Willst du mir verraten, wie sie in den verdammten Sumpf geraten ist? Deine das Frau kann ich dir schon ist sagen. Dienerin bei den Mumen. Was zum Henker meinst du? Was für Mumen? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Wie ist sie Alt Schauerberg 8? Was?
Sie sind nachts zu Ross geflohen, ritten am Wald vorbei, als ein Monster der Mumen sie angriff und Anna entführte. Ein Monster? Verflucht! Und Tamara, war sie verletzt? Nein. Den Göttern sei Dank dafür. Und was ist mit Annie geschehen? Das Monster hat sie in den Buckelsumpf verschleppt, sie aber nicht verletzt. Anna scheint es dort sogar zu gefallen. Zu gefallen? Was soll der Unfug, Hexer? Was zum Teufel treibt sie da im Sumpf? Sie hat mit den Mumen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Mumen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen ein Jahr Dienst. Und die Mumen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Mumen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Ein Pakt mit Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Also auch wenn ich dich für schuld an allem halte, bist du nicht durchgängig in allem und immer ein schlechter Mensch, wenn du mal die Sauferei bleiben lassen würdest. Kannst du durchaus hier für das Volk und die Umgebung ein guter Baron sein? Von dem her solltest du wohl lieber nicht in den Sumpf gehen. Mal abgesehen davon, selbst wenn du sie befreist, selbst wenn sie bei Verstand ist, sie wird dich nicht lieben dadurch. Junge, kapierst, das ist durch. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Mumen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer. Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Das ist eine blöde Idee. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Puh. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Komm runter, du Hühnchen! Wo ist er denn? Ja, ich habe keine Armbrust und nichts, womit ich das... Aua! Kommst du wieder runter? Sure.
Naja, es hat ja so nicht geendet, wie wir wissen. Verdammt! Ich kann ihn nicht einfach allein lassen. Ja, es ist, er wird überleben. Zwangsläufig, weil sonst könnte er Geralt nicht davon erzählen. So, wo geht's in den blöden Turm rein? Siri, willst du mich verarschen? Kletter da doch rüber. Da kommt sie hin und da kommt sie dann nicht mehr drüber, wegen Alpha-Wand. So, und da ist ein Weg unter... Hat irgendwer seinen Kackwagen davor geparkt? Ich... Da könnte man sogar durchkrabbeln, das ist so ein Stückchen Stoff. Gott. Hier ist sogar angezeigt, dass man klettern kann. Ach, man... Wenn man von der richtigen Seite hin klettert, kommt sie genau an der Stelle darüber, oder wie? So, du Hühnchen. Dann guck nicht so doof. Nie eine Frau gesehen, die einen Basilisken köpft? Hast du alles? Ja, vielen Dank. Was du für mich getan hast, ich werde das nie vergessen. Du hast mir auch geholfen. Als mich deine Männer hergebracht haben, hast du mir Essen gegeben und meine Wunden versorgt. Jetzt sind wir quitt. Du musst nicht gehen. Du bist hier in guter Gesellschaft. Wir haben immer ein warmes Plätzchen für dich. Ich muss los. Ich werde von Geistern verfolgt. Von der wilden Jagd. Es war dumm, die Macht anzuwenden. Jetzt haben sie meine Witterung aufgenommen. Die wilde Jagd? Sie verfolgt dich? Ich bringe euch alle in Gefahr, wenn ich bleibe. Deine Leute sollen Türen und Fenster verrammeln. Und nachts darf niemand nach draußen gehen. Und du? Wohin gehst du jetzt? Weg. Ich reite nach Novigrad weiter. Und dann? Wir werden sehen. Ja, okay.
Also sie ist nicht mehr in Velen, weil sie von Velen nach Novigrad ist. Sie stieg aufs Pferd und ritt davon. Ohne sie war es hier ganz schön einsam. Die Armee der Redania hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Gehen lassen, nicht geschickt. Die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Ja, ich will ihm ja helfen. Es ist aber, das mit Anna zurückholen ist dumm. Befreien, damit sie ihrer Wege gehen kann und ihr Leben kann. Ihr solltet getrennte Leben leben. Allerdings, dass Anna in der Knechtschaft der Mumen verbleibt, mit dem Pakt, der sie eigentlich auch eher verarscht hat, finde ich auch nicht richtig. Also von dem her, ich helfe dir, aber nicht aus Überzeugung. Extra Schaden nie. Da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Was zum... Da bist du ja. Wieder entkommen. Oh, Entschuldigung, sind schon wieder weg. Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Uma? Seltsamer Name. Ja, seltsam. Aber er hat uns keinen anderen genannt. Du meinst, er kann sprechen? Eher nicht. Es war so. Ich fragte ihn nach seinem Namen. Er saß da, sagte kein Wort und versuchte, sich einen Zeh in die Nase zu stecken. Also nahm ich seine Hand, blickte ihm in die Augen und fragte, wie heißt du? Er grinste mich töricht an und stammelte, oh, Uma? So kam er zu dem Namen. Hm. Sieht nicht wie ein Monster aus, aber mein Medaillon vibriert. Seltsam. Wo habt ihr ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Ach. Du warst wohl ziemlich verzweifelt, wenn du um ihn gespielt hast. Ach, hör auf zu meckern, Klugscheißer. Er war der Spieleinsatz und wir spielten. Wenn jemand verzweifelt war, dann der ehemalige Herr des Burschen. Lustige Geschichte. Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Haha, wirklich lustig. Nur komisch. Wirklich zum Totlachen. Pah, du könntest eine gute Geschichte nicht mal von einem Furz unterscheiden. Ein richtiger Baron,
Sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein. Aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Und einen guten Friseur. Und gerade der Bart muss weg. Naja. Viel schlechter als du kann ich es auch nicht machen. Ja, yeah, ich sehe. Und in diesem Sinne, so muss ich dann auch. Wieso nach Skellige? So muss ich dann auch los und beende diese Folge an dieser Stelle. Wir sehen uns dann hoffentlich und vielleicht morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein bisschen Liebe da. Schaltet ansonsten auch wieder morgen ein, wenn es weitergeht. Bis dahin, macht es gut und tschüss.